Ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu einer weiteren Folge Airport CEO bei Fabin LP. Ja, in der letzten Folge haben wir zum Schluss das hier noch gebaut, einen neuen Hangar, der jetzt eigentlich ein bisschen bevölkert werden müsste, aber irgendwie tut da nichts dagegen, weiß auch nicht. Ich würde sagen, ich bestelle nochmals von denen hier Service Trucks. Kann es ja nicht schaden. 3, 5, 7 ist immer noch hier. Da fehlt das Baggage Loading, aber irgendwie. Da kommt niemand. Also die Ramp Agents sind hier. Aber es kommt kein Fahrzeug gefahren. Was ein bisschen komisch ist, denn wir haben überall Fahrzeuge abgestaut eigentlich. Da kommt schon einer. Der natürlich hier reingeht, ist ja ganz klar. Und haben wir wieder Frühling? Ja, es wird Frühling. Also, für heute sind noch recht viele Flüge geplant, sage ich mal. Das ist die E-Mail. So, ich habe gesehen, dass wir hier den sogenannten... Genau, hier, Mind Reader noch nicht haben. Dann werde ich doch den mal... So, nächstes Mal drücke ich Nein. Sorry, aber da muss ich jetzt. Wir erforschen mal den Mindreader und können wir danach schauen, was der so bringt. Dann habe ich gesehen, dass hier ein HR-Direktor noch fehlt. Und den wollen wir doch auch mal noch einstellen. Sind wir ganz ehrlich, damit das Staffboard mal voll ist. So, der verdient auch gar nicht mal so viel. Also der kann recht viel für das, dass er so günstig ist. Gut, dann ist es voll. Und jetzt können wir Custom Salaries machen. Wir finden das bei Staff. Nee, nicht bei Staff. Operation. Ich wollte Nein drücken, sorry. Ist das Tutorial noch gleich? Ja, das ist noch gleich. Hier, hier, fies, genau. Ne, Salaries, hier. Wir haben doch einen, oder? Ja, haben wir einen, das Spiel hatte nur noch nichts erkannt. Naja, müssen wir noch ein bisschen warten wahrscheinlich, weiß ja nicht. Ja, hat noch nichts erkannt. So, wir haben hier einen sehr teuren, den tut es aber auch immer hoch, ich weiß ja nicht warum. Den habe ich doch schon mal runtergesetzt. Da war irgendwie auch was Komisches eingestellt. So, der geht jetzt hier, genau, ist weg. Ja, sonst haben wir recht teure Preise. Wir können da mal ein bisschen runtergehen. Eigentlich, ja. Beim Treibstoff würde ich ein bisschen hochsetzen, denn das kostet uns ja Zeit, die wir nicht immer so haben. So, die ersten Flieger werden jetzt kommen dann. Ich muss mal schnell schauen. So, die sollte man mal reparieren. Die auch. Bin ja in der letzten Runde, letzten Folge schon rumgegangen. Was ist denn mit dem? Da hat sich eines verhängt. Wie ging das schon wieder hier? Da, so. Selbst das hat nichts gebracht. Sehr toll. Ja, meine Haltepunkte sind immer noch eigentlich schlecht gesetzt. Dann müssen wir hier wohl noch schnell so einen Ausweg bauen. So rum. Sollte passen. Oder drücke ich nochmals hier.
Es bringt nichts. Deshalb habe ich den Flieger, jetzt können wir ihn gar nicht mehr anschauen von gestern. Ab deshalb konnte ich den gar nie. So, was sagt die Fehlermeldung? Der geht hier raus und jetzt kann er die Security nicht finden. Sollte er hier runterlaufen und wieder rein. Ganz einfach. Blöder kann er ja nicht sein. Dass der kein Security Checkpoint hat, das sollte ich mal einrichten eigentlich. Das wäre eigentlich mal so gut zu haben. Dass wir jetzt sagen, hier ist keine Security-Zone. Dann machen wir hier. Das war ja eben das mit dem Tipp, was ich jetzt am Ende nicht ganz so ernst genommen habe. Oder besser gesagt nicht richtig umgesetzt. So, mache ich mal das dahin. So, und jetzt können die Person nicht mehr hier hin, die Bauarbeiter. Weil sie wo stehen. Jetzt ist genau einer offen. Für alle. Ist ja schon. Im Übrigen ist hier die Schlange falsch. So. Immerhin das da. Das funktioniert. Hier kann man eine Schlange erneuern ohne Probleme. Gut, der steht immer noch da. Kann ich den auch gerade feuern? Nee, leider nicht. Jetzt stehen da auch Flugzeuge. Also irgendwas stimmt da gerade. Wo landen jetzt die, dass die da hochkommen? Hier haben wir Abflug und hier haben wir beides. Das Problem ist, dass sie hier vorbeigehen. Dann machen wir doch das mal dicht. Wenn ich jetzt hier durchtrenne, kommen sie nur noch direkt auf die Start, also auf die Abflugbahn hier. So, jetzt stehen sie schon wieder. Dann fahren sie wieder. Der hier steht immer noch. So. Wenn ich jetzt hier das Ganze abtrenne. Dann sollte auch hier die Nodes weg sein. Genau, gut. Jetzt können sie nur noch hier oder hier nach drüben. Und da gibt es eigentlich keine Verbindung. Da gibt es nur die Verbindung zum Starten und Landen. Sollte funktionieren. So, der steht auch noch rum da. Also die Infografik, die ist nicht ganz so perfekt gemacht. Weil da draus kann ich jeweils nicht lesen, was jetzt da los ist. So, da hat es bei den Texturen ein bisschen Probleme. Und da seht ihr, das sind gerade mal 13 FPS. Wenn ich jetzt das Ganze noch hochstelle. So. Dann kriege ich es nämlich in die Knie. Wenn ich da drüber gehe, dann sind es 4 FPS. Also wirklich. 4 Bilder pro Sekunde. Das ist wirklich nicht gerade viel. Wenn wir bei einmal sind, könnt ihr sehen, sollte es hochgehen. Ja, immerhin um die 20, 30. Also sie sind dran, aber sie müssen da schon was machen. Ich sag zwar nicht, dass sie jetzt generell richtig hinten sind, aber wo kommt jetzt der her? So, hier haben wir sich Service Trucks angesiedelt, das ist ja gut. Die anderen fahren hier rum, wie sie wollen.
MP901. Ja, der ist nicht mal von heute. Der ist von irgendwann ist der. Kann ich jetzt da. Ne, geht leider nicht, den Bulldozer nehmen. Schade. Ja, dann bleibt er jetzt da, oder wie? Wir haben hier ja Abflug, also der müsste ja. Machen wir dann normalen Punkt, aber der hat auch ein Ausrufezeichen. Sind das auch zwei Flieger? Sieht fast schon so aus. So, die fahren jetzt da runter. Da starten sie. Warum sie jetzt nicht hier starten, ist so ein anderes Wunder. Aber ja, kann ich euch auch nicht gerade so erklären. Jetzt startet der da. Wahrscheinlich habe ich ein zu dichtes Netz. So, wenn ich jetzt das da. Na toll, das wollte ich nicht. Jetzt kann er ja nur noch in die eine Richtung. Aber nee, ich kann es 100-mal drücken, es geht nicht. Ja, was ich gegen den machen kann. Und gegen die beide. Vielleicht wir brauchen ein neues Update und dann geht's plötzlich wieder. Kann ich mir gut vorstellen. So, der da. 10:55 Uhr. Der hat noch eine Stunde. Der auch. Der hat auch noch lange. Also, die haben noch Zeit. 10:10 Uhr. Der ist ja, relativ pünktlich unterwegs. Mindreader. Wir haben den Mindreader. Und da soll man jetzt ja sehen können, was die meinen. So, also hier. Fun, Hunger, Energy, Bladder. Der da zum Beispiel hat zu wenig Fun. Hunger, Bladder. Ah, man kann das sehen, aber wir haben ja so begrenzte Möglichkeiten eigentlich. Ah, dass jetzt das nicht das ultimativ Geile ist, oder? Aber es sieht wirklich sehr schön aus, wie die hier sitzen. Und eigentlich könnte ich da noch eine zweite Reihe anhängen. Wieso eigentlich so? Wenn es auch anders geht. So, also ich habe sehr viel gelernt für den nächsten Flughafen, ehrlich gesagt. Gerade jetzt das mit dem Abstand hier. Dass es halt doch nicht nötig ist, so viel Platz zu haben, eigentlich. Und man dadurch ein bisschen effizienter bauen könnte. So, SA-616. Wo ist der? Das ist der. So, dann es verlängert sich wirklich. Baggage Loading fehlt da. So langsam frage ich mich, dass diese Posten hier gar nie Baggage kriegt. Ist er überhaupt angeschlossen? Es steht auf jeden Fall mal so. Der ist da angeschlossen und da. Und das da ist an denen angeschlossen. Ja. SA-616. Hier, Loading. Geplant. Wir haben hier 8 Leute.
Das ist das Maximum, was wir machen können. Aber es hat hier auch noch so Köpfe. Komisch, komisch. Weil wir haben hier noch Altlasten von diesen Köffern, die wir mal entfernen müssten, eigentlich. So, die beiden Flugzeuge immer noch unverändert, oder die vier, wie viele es auch immer sind. Wir haben gerade Bänke gesetzt da. So. Danach sollte das auf jeden Fall reichen, überall. Hierhin, hierhin. So, ich weiß, warum das Zeichen kommt, weil wahrscheinlich die Bauarbeiter da nicht über die Straße kommen, aber das haben wir eigentlich ja gemacht, weil sie kommen ja da sogar rein von hinten. SA-616 ist immer noch da. Soll ich den einfach mal warten lassen? Bis es irgendwann mal klappt. Also gerade läuft es nicht so, wie ich mir das vorstelle, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob ich da mal den Flughafen wechseln muss oder so. Also so habe ich mir das nicht so vorgestellt. Auf jeden Fall hier mehr Plätze. Das passt schon mal. Ja, die warten hier auf 85 Baggage. So. Oh, da kommt ja. Da kommt's tatsächlich noch. Einfach viel zu spät. Ja, jetzt geht's natürlich schon hoch. Die laden das miteinander ein, sind genügend Leute. Die Frage ist, warum hat's so lange gedauert? Denn es kann eigentlich nicht sein, dass wir zu wenig Trucks haben. Es kann aber sein, dass sie hier nur ein Truck fahren darf, weil es sonst Stau gibt. Das könnte sein. So, wo war denn da 616? Der ist hier nicht mal drauf. Oder bin ich jetzt blöd? Ne, den sehe ich hier nicht mal. So, für morgen haben wir noch wenige Flüge. Der da, 14.10 Uhr. Ah, der geht jetzt gerade, gut. Da kommt schon der nächste, das ist der MP901. Da unten kann es ja nicht sein. MP901 wird ausgerufen. Wo ist er denn? Nirgends. Also entweder stimmen die Zahlen nicht oder ich kapiere was nicht ganz. So, der hat jetzt hier ausgeladen, geht dann nach oben. Das ist natürlich die schnellste Verbindung. Das passt soweit. Jetzt ist gerade so eine Zwischenzeit und jetzt kommen dann wieder Flieger. Da steht auch einer. SA-302. Also ganz ehrlich, wir können ihn eigentlich laufen lassen, bis er dann kein Kerosin mehr hat. Dann löst sich das Problem schon. So, nee, ist gemein gesagt, aber so geht's leider nicht. So, ich mache da mal einen regulären Punkt. Da unten stauen sie sich auch. Weil ich da die Verbindung gekappt habe, oder? Nee, müsste eigentlich noch sein.
So, es ist wieder 902 delayed, der hier. Und der kriegt wieder kein Gepäck. So, und wann ist der aufgelistet? Ja, schon noch da, aber nicht ganz so oft. Zum Schluss möchte ich jetzt noch schnell... Ah ja, wir haben ja das Ganze. Wir können ja sicher jetzt hier die Salaries, oder? Nee, hat er auch nicht erkannt. Dann will es wohl nicht so sein. Aber was ich wollte... Bei Operation Job Tasks. So. Vehicle. Das ist ja MP902, habe ich gesagt, oder? Ja, 902. Ist hier auch nicht aufgelistet. Loading, hier. 902, sehen wir hier irgendwo... Ah ne, steht ja nicht mal. So, bei den Vehikeln zeigt es immer gar nichts mehr an. Hier. Also die können ja hier fahren, wie wir sehen. Der, nee, ist nicht für hier. Wo fährt denn der jetzt hin? Ins Depot? Ja, ich hoffe es für ihn. Naja. Okay. Also ich weiß nicht, was hier alles so schief läuft. Es kann aber auch ein bisschen an meiner Begrenzung liegen, die ich hier immer mal wieder aufstelle. Hier stehen sie auch. Warum? Wegen diesen Fahrzeugen hier. Nee, der fährt noch durch die durch. Vielleicht sind auch alle Flugzeuge wieder ohne Probleme am Start, wenn ich das Game nächstes Mal lade. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Dann wird es wieder besser. Nee, jetzt ging's. Jetzt fahren sie. Bis nach da unten. Ja, toll. Das ist ja wieder mal super toll. Wie kann ich hier die Zone schon wieder ausstellen? Ja, das da. Dann gibt es nämlich ein richtig tolles Screenshot. Also der ist so toll. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.